Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind hier unten im Wohnzimmer und sind so ein bisschen am Poster aufhängen, beziehungsweise Bilder aufhängen. Da habe ich mir ein bisschen was Neues bestellt, das wollte ich euch jetzt gleich zeigen. Wollte ich da so ein bisschen mitnehmen. Wir haben jetzt schon zwei, drei aufgehängt und genau, ich zeige euch das einfach mal, wie wir das hier gerade machen. So, hier hängt das erste. Finde ich richtig schön. Home Sweet Home, wenn man hier nachher nach oben kommt, sieht man das direkt und ich finde, das passt da total gut hin. Und da ist die kleine Maus. Und da haben wir auch gerade noch zwei hingehängt. Einmal so ein bisschen Eukalyptus und ja, abstrakte Kunst, sage ich mal. Genau, passt perfekt zu unserer dunkelblauen Wand hier. Genau, so sieht es aus. Finde ich voll schön, auch mit den schwarzen Metallrahmen. Und hier ist eben, wie gesagt, die blaue Wand dazu. Hier habe ich noch zwei Poster, die ich noch in die anderen Bilderrahmen gleich reinmachen wollte. Einmal dieses hier fand ich schön, richtig schön. Zeige ich euch gleich, wo das hinkommt. Und einmal dieses hier finde ich auch einfach zeitlos und total schön. Genau, wir haben hier hinterm Sofa so eine riesengroße Poster-Foto-Bilderrahmen-Ecke. Das war ja so mein Riesentraum. Und da sollen ganz, ganz viele Fotos von uns als Familie rein. Zum Beispiel hier ein großes von uns, als wir im Urlaub waren. Und dort und da oben kommen eben diese zwei Poster rein, weil ich finde, das passt einfach total gut und es lockert es einfach auf. Die werden wir da auch gleich noch direkt reintun. Dann seht ihr das auch direkt, wie das aussieht. Und bevor ich es vergesse, hier haben wir auch noch ein riesengroßes Bild. Das ist über 1 Meter groß. Und das kommt hier an die Wand. Das ist eben die Weltkarte. Und das finde ich auch so schön. Die haben übrigens alle auch die gleichen Rahmen hier im Wohnzimmer. Und das kommt eben hier an die Wand. Das passt da so gut hin. Schatz, halt das mal hin. Wir brauchen da nur noch einen großen, etwas größeren Nagel, beziehungsweise einen anderen. Einen, wie heißen die? L-Nagel, oder? Ein Schraubhaken oder ein Nagel, ne? Ja, so ungefähr. Genau, so sieht das nachher aus. Das finde ich voll schön, weil wir haben hier jetzt auch gerade die neue Lampe. Und ich finde, das sieht einfach so schön aus, oder? Hier habe ich auch noch ein paar Poster. Die kommen jetzt hier gleich in den Flur. So, jetzt ist aber erstmal die Küche dran. Da habe ich hier mich für solche Poster entschieden. Drei Stück. Einmal die Kirsche und der Apfel. Und einmal dieses hier. Die sollen auch genauso direkt in einer Reihe an die Wand. Und ich finde das so cool. Und hier habe ich mich für so einen schwarzen Rahmen entschieden, in Holz. Auch richtig schön. Ich verlinke euch alles in der Infobox, genauso wie den Rabattcode. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, falls ihr auch eure Wohnung umgestalten wollt. Ich ja, liebe das einfach. Ich finde das so schön und auch so zeitlos und einfach, ja, perfekt. Genau, das bringen wir jetzt gleich, wie gesagt, hier über den Esstisch einmal an die Wand. Also hier so in einer Reihe, aber das zeige ich euch dann gleich. Felix schaut gerade nach anderen Nägeln, weil hier passen unsere normalen Nägel nicht, weil der Abstand hier so hoch ist. Genau, deswegen schauen wir da gerade mal. Und das hier sind die für den Flur hier unten, für den Treppenaufgang. Da habe ich mich hier so ein bisschen für so einen Rosa entschieden. Fand ich total schön, diese Kombination. Gehörte jetzt so nicht zusammen, aber ich fand das einfach so schön und habe mich dann dafür entschieden. Und die kommen jetzt gleich, wie gesagt, hier hin. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe gerade versucht, die Kleine schlafen zu legen. Wurde nix. Ja, ich habe gedacht, sie ist müde, aber war sie noch nicht. Kein Problem, weil wir wollen sowieso gleich los Auto fahren. Beziehungsweise wollen wir zu meiner Schwester. Meine Schwester hat ja jetzt angefangen mit Instagram und YouTube und da wollte ich einfach noch einiges erklären. Und genau, das braucht einfach Zeit und deswegen haben wir uns heute den ganzen Tag genommen, um ihr das einfach mal alles zu zeigen, um ihr erstes YouTube-Video zu drehen, all sowas. Und dementsprechend, genau, haben wir also jetzt heute den Tag dafür eingeplant. Da werden wir gleich, wie gesagt, hinfahren. Vorher wollen wir noch einmal zu Lias Oma und Opa, also zu Felix' Eltern. Und da nochmal schnell was holen. Und dann, wie gesagt, zu meiner Schwester. Meine große Schwester kommt nachher auch nochmal dorthin. Und dann quatschen wir nochmal so ein bisschen. Und wir machen jetzt noch schnell alles frisch. Also einmal alles aufräumen hier und dann fahren wir auch schon los. Ich habe mich jetzt gerade, wie gesagt, umgezogen und habe noch meinen Zopf drin, weil wir gestern Abend baden waren und meine Haare sind so dick geworden, dass sie jetzt wirklich über 12 Stunden brauchen zum Trocknen. Das ist so krass, so dick sind die geworden.
Vorher waren die innerhalb von 2-3 Stunden trocken und jetzt ist die so krass dick geworden, dass sie wirklich so lange brauchen. Genau. So, Lee, wollen wir jetzt runter zu dem Papa? Der ist nämlich schon fleißig in der Küche und räumt da auf. Hat sich gerade das Bett gemacht. Wollen wir runter zu Papa? Ja, na komm. Komm, schnell zu Papa. So sieht das hier aus. Ich finde das so cool. Ich mag ja solche schlichten Sachen total. Passt hier total gut hin. In die Küche vom Stil. So. Felix hätte gerne ein Stück Fleisch gehabt, ne? Hat er gesagt, als er die Bundes gesehen hat. Boah, das geht halt. Das geht richtig. Aber ja, ich finde das so schön. Es hat, passt irgendwie so zusammen. Ich mag das. Und was sagt ihr? So, meine Lieben, wir sind auf dem Weg. Wir haben meine Schwester schon eingesammelt. Und die fahren übrigens vor mir gerade. Felix fährt nämlich mit seinem Auto, weil er gleich noch zum Fußball fährt. Und genau, ich habe hier so ein Riesenpaket, das müssen wir gleich irgendwie noch zur Post bringen. Und es regnet gerade total. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon fast bei meiner Schwester zu Hause angekommen. Wir waren noch gerade eben noch schnell was essen. Und genau, jetzt fahren wir eben zu meiner Schwester. Regeln dann alles, machen dann alles fertig und da wartet dann auch gleich noch meine Großschwester auf uns. Genau, wie ich vorhin schon erklärt habe, geht es halt heute darum, dass ich meine Schwester so ein bisschen bei YouTube und alles ja, ihr das schon so ein bisschen erklären möchte, wie das Ganze funktioniert, Kooperation und all sowas. Das ist ja ein riesengroßes Thema und das ist mal nicht eben schnell bei WhatsApp irgendwie geklärt und dementsprechend genau. Da habe ich jetzt hier einen ganzen Tag mal eingeplant, damit wir das mal alles besprechen können. So, wir sind da und ich habe hier voll viel Gepäck dabei. Ganz viel Babykleidung und eine Badewanne, alles aussortiert von Lia. Und ein paar Sachen habe ich auch noch für die zwei gekauft. Also einmal für Lia und einmal für Marlies. Für meine große Schwester und für Marlies. Für genau, die für die zwei Babys. Deswegen werde ich das jetzt gleich mitnehmen. Felix holt gerade Marlies Fahrrad aus dem Auto, weil Marlies immer sonst mit der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und dementsprechend habe ich das ja gerade mitgenommen, jetzt in meinem Auto. Und jetzt mache ich mein Auto zu und dann gehen wir hoch. Zack. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier zusammen das hier getragen bekomme. So. Das sieht lustig aus. Das ist eine coole Perspektive hier. Da sind die anderen zwei. Ein weiter. Einmal Fahrrad in den Keller bringen. Oh, Leute, kümmert ihr bitte. Wer liebt Kellergeruch? Oh, I love it. Ich würde hier einziehen, nur wegen diesem Kellergeruch, ey. So geil. Mögt ihr Kellergeruch? Ja. Ich liebe Kellergeruch. Das ist einfach so geil. Was? Ich ja, ich hab gesagt, ich würde hier einziehen, nur wegen dem Geruch. Das ist doch geil. Lia, pass mal auf, mein Schatz. Pass mal auf. Ach, oh, geil. Ja. Euer Kinderwagen. Oh, Leute, ich kann euch mal zeigen. Da. Der Kinderwagen. Cool, cool. Oh. Oh, nice, stimmt. Das musst du auch noch anmalen, ne? Nochmal die Stromversorgung. Marlies hat nämlich so ein richtig cooles E-Bike. So. Oh, geil. Und jetzt geht's hoch. Ne? Hoch geht's. Hase, wo ist Bibi? Sag mal Bibi. Bibi. Bibi, genau. So, meine große Schwester ist da. Da liegt der kleine Nils. Lia ist schon wieder voll begeistert. Ich möchte ihn mal auf den Arm nehmen. Lia! Lia, wo ist Bibi? Hier ist der kleine Mann. Die sind so groß. Der kleine Mann, ne, Lia?
So, mein Lieber, ich bin geschafft. Wir haben jetzt 4 Videos gedreht. Sogar, oder 5? Nee, 4 Videos gedreht und ich bin geschafft. Nee, 5 Videos haben wir gedreht. 5. Und ganz viele Babyfotos gemacht. Babybauchfotos. Ich wurde hier nur angemalt von Lia gerade. Also ich habe hier keinen Schnurrbart, sondern ich wurde hier angemalt. Und jetzt werden wir noch kurz was essen und dann werde ich nach Hause düsen. Es ist schon spät und es ist schon dunkel draußen. Und Felix ist in der Zwischenzeit schon zum Fußball gefahren. Der hat noch Fußball heute. Und spielt gerade. Und genau. Ich denke, wir werden uns danach nicht nochmal wiedersehen. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Abend. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und dann bis zum nächsten. Tschüssi!